Mein Name ist Richard Diebold. Ich wurde am 5.2. in Scheslitz geboren. Bereits am dritten Tag fand meine Taufe statt. Meine Oma hat mir das immer wieder erzählt. Es wurden 4 Kinder getauft. 2 Mädchen und 2 Jungen. Und die Mädchen hießen Monika, Veronika. Und dann kamen noch 2 Richard. Der Pastor hat es immer sehr feierlich gesagt, der Pfarrer, Entschuldigung, Monika, Veronika, Richard, Richard. Meine Oma hat immer behauptet, ich war der Zweite, wo der Ernste war. Die ersten 45 Jahre meines Lebens spielten in einem kleinen Ort zwischen Hollfeld und Aufsees, oder wer sich nicht so auskennt, genau in der Mitte zwischen Bamberg und Bayreuth stand. Meine Mutter war nicht sehr glücklich, als ich auf die Welt kam. Ein Junge, später mehr dazu. Als dann meine Schwester auf die Welt kam, war meine Mutter schon viel glücklicher. Für mich spielte immer nur die zweite Geige. Ich wurde gut versorgt, ich kann mich nicht beschweren, doch Nähe und Liebe waren für mich als Kind nur bedingt vorhanden. Dann gab es noch die ständigen Streitereien zwischen meinen Eltern und meiner Oma. 2 haben immer zusammengeholfen und mit den dritten wurde dann gestritten. Haben zum Beispiel Mutter und Oma sich einig und stritten mit meinem Vater und sie sahen, dass ich mich mit meinem Vater unterhielt, ist es passiert, dass ich 4 Wochen als Kind mit 4, 5 Jahren nicht angesprochen wurde. Ich stand immer zwischen den Stühlen. Auch hatten wir eine kleine Landwirtschaft mit allen möglichen Viechern von Huhn, Schwein, Enten, Gäns, Truthähnen. Es gab natürlich viel zu tun. Schon in frühester Kindheit musste ich mit anpacken. Bei mir sah der Tag so aus: Schule, nach der Schule essen, Hausaufgaben lernen und dann nicht Spielplatz, sondern schwere Arbeiten. Mit 7 hatte ich bereits die ersten 50 Kilo Sack Kartoffeln in den Keller geschleppt. Das wurde dann immer mehr, das waren dann 100 Kilo Getreide. Ja, und so war meine Kindheit nicht gerade einfach. Mit 15 fing ich eine Lehre dann an als Kfz-Mechaniker, die ich auch erfolgreich beendete. Nach kurzer Arbeitslosigkeit war ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber einen führenden globalen Werkzeughersteller für Hartmetall. Die Militärzeit, dort wurde ich endlich selbstständig und erwachsen. Der Kommentar meiner Mutter war, dass der Junge, der wegging, nie zurückkam. Danach fing ich nach der Militärzeit bei meiner Mutter, ihrer Freundin, als Kfz-Mechaniker wieder an, eine kleine Tankstelle. Die Arbeit machte Riesenspaß, doch mein Chef, statt dass er mit mir sprach, hat er immer meine Mutter angerufen. Sie können sich vorstellen, wenn sie nachts um 8 von der Arbeit nach Hause kommen, kaputt sind und dann werden sie noch dumm angeböbelt. Das habe ich versucht abzustellen, gelang mir nicht und dann habe ich schließlich gekündigt. Die Kündigung war sehr lustig. Mein Chef hat mir eine Gehaltserhöhung rübergeschoben und ich habe die Kündigung zurückgeschoben. Von dort an bin ich wieder bei diesem Werkzeughersteller in Wesselgau gelandet. Ich brachte es dort vom Hilfsarbeiter über CNC-Fachkraft zum Maschinenbautechniker.
was meiner Mutter natürlich wieder überhaupt nicht gefiel. Als ich mich zur Schule angemeldet hatte, redete meine Mutter wieder mal 3 Wochen nicht mit mir. Du spinnst, musst immer was Besseres werden. Meine Hobbys waren Musik, hört man ja schon in der Überschrift, und Radfahren. Mit der Musik fing ich so mit 12 Jahren an. Mein Instrument war die Posaune. Ich spielte zuerst in einer Dorfkapelle, das wurde dann professioneller in der Blaskapelle Uetzing, das ist in der Nähe von Bad Staffelstein, wo ich im Radio, im Fernsehen, in den USA mit allen Stars und Sternchen Bekanntschaft machte. Auch als Hardrocker war ich unterwegs. Ich organisierte sogar Hardrock-Festivals. Nur mit den T-Shirts, mit den Totenköpfen, hatte ich schon immer Probleme. Ihr müsst euch das vorstellen, um mich herum nur schwarze T-Shirts mit Kopf, Totenkopf drauf und ich mittendrin mit einem geblumpten Hemd. Ja, das ging dann so weit, als ich mal wieder auf Hardrock war, war ein Mädel, die hatte sich aus Knochen ein Kreuz gebaut. Natürlich verkehrt rum, also satanistisch. Das gefiel mir überhaupt nicht. Also fragte ich sie, hat es bei dir heute Mittag Hähnchen gegeben, weil du sie noch im Hals trägst? Ja, sie nahm das Ding und schmiss es weg. Vom Glaubensleben her war ich, wie es sich gehörte, stets Sonntag brav in meinem Gottesdienst. Ich war, wie ich es nicht anders kannte, stets in Religionen und Traditionen gefangen. Natürlich waren da Phasen, wo ich mehr oder wenig gläubig war, doch ich hatte immer so einen Druck. Ich kann es eigentlich nicht beschreiben, irgendwie so eine Leere, irgendwas fehlte mir. Das versuchte ich zu kompensieren, indem dass ich auf Wallfahrten ging. Ich bin also 25 Mal nach 14 Heiligen gelaufen, das sind grob 40 Kilometer. Ich war über 20 Mal in Gößweinstein, das sind knapp 30 Kilometer. Ich war mit meiner Oma in Altötting, ich war mit der Soldatenwallfahrt in Lourdes und schließlich war ich noch in damaligen Jugoslawien in Medjugorje, das in der Nähe von Mostar lag. Mit 35 Jahren heiratete ich dann aus purer Verzweiflung. Meine erste Frau, was ich da am Altar sagte, stellte sich für mich später als Lüge raus. Du sollst deine Frau lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet. Liebte ich wirklich diese Frau? Schon am Anfang hatte ich da meine Zweifel. Wir bekamen dann einen Sohn. Von dort an gingen die Probleme los. Meine Frau war nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen, ihm Liebe zu geben. Schuld lag nicht an ihr, sondern sie wurde auch sehr lieblos aufgezogen von einer Magd, weil ihre Eltern niemals Zeit für sie hatten. Ja, wir versuchten die Probleme zu lösen, indem wir zu Psychologen gegangen sind. Sie war auf einer Mutter-Kind-Kur, doch letztendlich hat alles keinen Sinn gemacht. Der ausschlaggebende Grund war dann schließlich ein Neonstab. Ein Neonstab, den ich ausgewechselt hatte und am nächsten Tag entsorgen wollte. Meine Frau hat ihn mir, während ich schlief, über den Kopf gehauen. Ich musste nachts um 1:30 ins Krankenhaus und musste mich nähen lassen. Von dort an hatte ich Angst um meinen Sohn und auch um mich. Ja, ich gab ihr trotzdem nochmal eine Chance, die damit endete, dass ich so ungefähr 2 Wochen später einen Kaffeepott an den Kopf bekam. Von dort an
habe ich sie vor lauter Verzweiflung aus dem Haus geschmissen. Nach langem Hin und Her habe ich dann auch die Scheidung eingereicht, wozu mir sogar ein katholischer Priester riet. Das Leben nach der Scheidung, es war eine schwere Zeit für mich. Ja, ich war froh, dass ich meine Eltern hatte, was sich doch jedoch später als großer Fehler herausstellte. Um meinen Kummer, Frust und Ärger fertig zu werden, fiel mir nichts Besseres ein, wie mich jeden Abend im Alkohol zu ertränken. Doch nach gewisser Zeit merkte ich, dass es nicht gut ist, dass ich Richard ja Verantwortung habe für meinen Sohn. Also hörte ich damit raus und ich erfand den nächsten Unsinn. Ich ging ins Internet, in die Flirtbranchen, von wegen Liebe und Treue. Ich traf mich die Woche mit mehreren Frauen. Das war alles abscheulich. Das war nicht gut, was ich machte und auch nicht, was andere machten. Als ich mich dann aus diesem Ding abmelden wollte, gab ich nochmal den Suchbegriff Camping ein. Und da gab es tatsächlich eine Frau, die hieß Camping-Fan. Die schrieb ich natürlich, neugierig wie ich bin, sofort an. Ja, wir verstanden uns auf Anhieb. Sie bekam meine Telefonnummer, ihre bekam ich nicht. Und so musste ich, nächtelang haben wir telefoniert, bis der Akku leer war im Telefon. Ja, und nach einem halben Jahr wollte sie mich endlich treffen. Als sie vor mir stand, ging ein langer Traum endlich in Erfüllung. Ich hatte nämlich 20 Jahre lang immer den gleichen Traum. Eine wunderschöne Frau ging im Traum auf mir zu. Und wenn ich auf ihr zugehen war, war sie immer wieder weg. Diesen Traum hatte ich sogar in der Zeit, wo ich verheiratet war. Ich war auf mich selber sauer. Ich habe gesagt, Richard, wie kannst du von anderen Frauen träumen? Du hast doch eine Frau. Ja, und als ich sie dann endlich drauf aus dem Auto ausstieg, stand sie vor mir. Die Frau, von der ich 20 Jahre lang träumte, meine Traumfrau. Nach 3 Monaten sind wir dann schon zusammengezogen. Natürlich wollten wir auch heiraten, auch kirchlich. Das aber war nicht so einfach. Die katholische Kirche gab mir zu verstehen, dass ich noch in der Kirche geduldet bin und Kirchensteuer zahlen darf. War ich wirklich so schlimm? Bin ich ein Sünder, den Gott nie vergibt? Ich war total am Boden. Noch dazu kam, dass meine Mutter, meine Frau Christina, nicht akzeptierte. So Sprüche wie, mein Sohn braucht keine Frau, er hat mich, war noch das Harmloseste. Es wurde immer schlimmer und so zog ich schließlich zu Hause aus. Ich war aus dem Haus, für den ich 20 Jahre lang schwer gearbeitet habe, ausgezogen. All die Versprechen meiner Eltern waren dahin. Ich hatte nur noch Wut und Zorn im Bauch. Ich verfluchte meine Eltern. Als ich dann schließlich evangelisch werden wollte, lief das auch nicht ganz so gut. Der Pastor wollte mit mir 7 Abende verbringen und mich umpolen. Daraus sind geworden 1,5. Da ich ja im katholischen Glauben fest verwurzelt war, hatte ich natürlich viele Fragen und hinterfragte vieles. Und damit ist der Mann überhaupt nicht zurechtgekommen, sodass die Tiere
immer größer geworden sind, die er mir an den Kopf schmiss. Letztendlich haben wir doch dann evangelisch geheiratet, ohne Eltern, ohne Verwandtschaft. Ja, wir sind bis heute von allen geächtet. Noch dazu, weil wir uns in Sekten rumtreiben. So die Auslegung meiner Verwandtschaft und meiner Eltern. Nach der Hochzeit ging der Spuk dann erst richtig los. Es hagelte nur noch Anzeigen. Uns wurde das Konto gesperrt und das mit 3 hungrigen Söhnen. Wir waren nur noch bei der Polizei und vor Gericht. Alle wollten nur noch Rache an uns üben. Das war so schlimm, dass die Polizisten zum Schluss mit uns per Du waren. Mein Sohn Stefan aus erster Ehe machte auch enorme Schwierigkeiten. Wir versuchten mit allen möglichen, ihm zu helfen. Er war dann ein halbes Jahr im Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Danach ging er zu Psychiatern. Ja, er hatte ein Problem. Er hatte nie eine Mama, die ihm Liebe gab. Sie konnte das nicht. Sie wurde auch ohne Liebe aufgezogen. Als Ersatz wollte mein Stefan alles von meiner Frau Christina haben. Das äußerte sich in Eifersucht, wenn sie nicht zu 100% nur ihm aufmerksam gab. Kam ich von der Arbeit heim und sie gab mir einen Kuss, wurde der schon purpurrot. Nahm sie einen ihrer Söhne in den Arm, flippte der aus und geht raus und schrie wie am Spieß. Wir versuchten krampfhaft Hilfe zu bekommen. Zum Schluss haben wir ihn in eine Waldorfschule geschickt, was ihn sehr gut tat. Von dort an war er wie gewandelt. Doch dann nahm das ganze Unheil seinen Lauf. Ich musste nach Bayreuth zu irgendeinem Bezirksdirektor vor Oberfranken. Sofort musste Stefan in eine andere Schule. Von da an nahm das Drama dann seinen Lauf. Seine Lehrerin mochte uns nicht, weil wir uns weigerten, das dritte Mal Papiergeld zu zahlen. Nach einem Besuch im Freizeitbad hatte mein Sohn einen blauen Fleck am Po, den ich übrig auch die anderen 2 hatten. Die hatten irgendwie an der Rutsche, musste was gewesen sein, dass sie ihren blauen Fleck am Po haben. Diesen Fleck hatte diese Lehrerin entdeckt und hat ihn fotografiert und hat mich angezeigt. So, jetzt war ich auch noch ein Kinderschänder. Ihr könnt euch vorstellen, was auf mich alles zukam. Ich war einfach am Ende. Niemand, der mir helfen konnte. Mein Sohn kam in ein Heim, wo ich ihn nicht mal besuchen durfte. Ich war so verzweifelt, dass ich nicht mehr leben wollte. Meine Frau hielt immer zu mir fest. Ich habe auch die beste Frau der Welt. Und wenn jetzt auch manche Menschen sagen, sie haben die. Nein, ich habe die beste Frau. Als ich eines Tages nach Hause fuhr, es war Sturm und Gewitter, fuhr ich an einem Wald vorbei und sah, dass ein Baum so schräg schon stand. Ich habe mich unter diesen Baum gestellt und habe gesagt, Herr, ich will nicht mehr lassen, diesen Baum umfallen. Ja, jetzt war ich so weit, dass ich all die Lügen glaubte. Von den Eltern, du bist nichts, du kannst nichts. Von meinen Ex-Schwiegereltern als Ehebrecher auf der Arbeit, ein böser, aggressiver Mitarbeiter. Von der Judith ein Kinderständer. Dort stand ich jetzt. 2 Stunden, Sturm, Hagel, Gewitter, Regen,
Nach 2 Stunden war ich so weit, dass ich nicht mehr dort stehen konnte, weil ich total durchnässt und mich fror und. Und so bin ich sauer weggelaufen und habe gesagt, Herr, warum hast du den Baum nicht fallen lassen? Kaum war ich aus der Reichweite dieses Baumes, so ungefähr 10 Meter weg, machte es blub und der Baum lag da. Das hat mich natürlich getroffen wie ein Blitz. Hatte der Herr noch was mit mir vor? War ich doch nicht so schlimm? Alles ging ich total durchnässt nach Hause. Gebetet habe ich auch noch, jeden Tag ein Vater unser. Ich war gespannt, was ich in meinem Leben noch ändern sollte. Außer einem Berg Problemen war alles genauso wie vorher. Eines Tages, als ich wieder mit der Musik unterwegs war, ging meine Frau nach Bayreuth in eine Kirche. Damals in Krögelstein, wo wir wohnten, wurde ja nur noch mit dem Finger auf uns gezeigt und angebrüllt, da konnten wir nicht mehr hingehen. Als ich nachts heimkam, hat meine Mutter, meine Frau geschwärmt von dieser Suppekirche und wie die alle freundlich sind und. Das nächste Mal musst du auch mit Richard. Also ging ich mit. Die Leute waren sehr freundlich, doch dann ging der Gottesdienst los. Um Himmels Willen, die sind dort rumgesprungen, haben die Hände hochgeholfen, haben in komische Sprachen gesprochen. So was habe ich mal im Fernsehen gesehen. Mir war das nicht geheuer, kam ja alles aus Amerika. Und so war mein Entschluss festgestanden, Richard, da gehst du nie mehr hin. Doch meine Frau, so kannte ich sie wirklich nicht, war ganz energisch. Und wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich eben alleine. Was blieb mir anders übrig? Ich musste mit. Also habe ich geforscht, wo warst du da? Das Erste, was ich herausfand, dass das eine Pfingstgemeinde war. Das Nächste war, was ich fand, dass das Sekten sind. Was ich jedoch sehr schnell als Blödsinn herausstellte. Das waren Menschen, die auf Pfingstgemeinden vielleicht Hass hatten. So fand ich dann was Vernünftiges und las, an was die glauben, was sie machen. Das hörte sich dann schon viel besser für mich an. Und so wurden wir schnell heimisch in der FCG Bayreuth. Wir hatten eine Hauszelle. Ich wurde am 24.07.2011 in der Nähe von Kulmbach in einen See getauft. Mein Taufspruch war, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. Ja, da muss ich meinen Freund Bernhard Olden, der Pastor, der mich taufte, was gedacht haben, oder er war vom Heiligen Geist erfüllt. Wenn ich so über mein Leben nachdenke, war der Schutz von Engeln für mich dringend notwendig. Ja, wie geht es weiter? Mein Leben Jesus übergeben, getauft. Ich arbeitete in der Gemeinde fest mit. Wir wurden sehr gut von unserem Pastor gefüllt. Und als er hörte, dass ich mit meinen Eltern vor Gericht streitete, sagte er mir, Richard, mach damit Schluss, das ist nicht gut, das frisst dich auf. Bete Liebe für deine Eltern. Okay, ich hörte auf ihn, stellte alles ein. Ich wollte beten. Ich bin dann heimlich nachts an dem Elternhaus vorbeigefahren. Ich wollte beten, Herr, segne dieses Haus. Ich musste 5-mal vorbeifahren, für jedes Wort 1-mal. Mehr brachte ich nicht raus. Danach machten wir einen Ehekurs. Der Feind machte enorme Schwierigkeiten. So viel haben wir unser ganzes Leben noch nicht gestritten, wie in der Zeit vom Ehekurs.
Ja, wir waren inzwischen nach Bayreuth umgezogen. Die Wohnungssuche dauerte 1,5 Jahre. Meine Frau weinte und war verzweifelt, wenn sie nur das Wort Wohnungsbesichtigung hörte. Ja, dann hatten wir 3 Wohnungen gleichzeitig und ich habe alle abgesagt. Meine Frau war verzweifelt. Sie wollte ähnlich in Frieden leben. In Krögelstein wurden wir nur angefeindet. Aus Verzweiflung betete ich zum Herrn. Herr, wenn du uns eine Wohnung schenkst, Bayreuth sind bloß 5 Minuten, Krögelstein sind 30 Minuten. Die Zeit, die übrig bleibt, die bekommst du. Ich will jeden Tag Bibel lesen, ich will jeden Tag Gemeinschaft mit dir haben. Was soll ich sagen? Am anderen Tag hat uns eine Frau angerufen, such dir immer noch eine Wohnung. Da sind wir hingefahren und wir bekamen diese Wohnung. Ja, im Ehekurs erfuhr ich, dass meine Frau den Schaukelstuhl, den sie von ihrem Papa bekam, sehr vermisste. Den hatten wir nämlich aus Platzmangel in Sachsendorf, wo ich herstamme, zurückgelassen. Mir ging es in dieser Zeit damals sehr schlecht. Ich konnte nicht schlafen, manchmal nur 1 Stunde danach. Eines Tages war es dann soweit, dass ich beschloss, mit einem Bruder zu meinen Eltern zu fahren. Die 30 Kilometer kamen mir vor wie eine Fahrt in die Hölle. Als ich dann bei meinen Eltern reinging, war alles sehr ruhig. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe sie um Verzeihung gebeten für all die Flüche und all das Geschimpfe, das ich gemacht hatte. Sie hatten aber nur eines im Sinn, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Mein Bruder benannte das nachher als emotionale Vergewaltigung. Doch ich hatte mich von meiner Schuld losgetrennt. Ich habe sie bereut. Ich war jetzt wieder frei. Ich konnte wieder schlafen und es ging mir wieder richtig gut. Auch hat mir Gott geholfen, mit dem Problem meiner Mutter fertig zu werden. Er hat mir nämlich gezeigt, meine Mutter hat ihren Vater schon mit 3, 4 Jahren verloren und das hat in ihr große Schmerzen und Leid ausgelöst. Ihr Papa war im Krieg und so dachte sie auch über mich, ein Sohn, wenn Krieg kommt, der muss in Krieg ziehen, dann verliere ich ihn und dann habe ich wieder die Schmerzen. Und von diesen Schmerzen wollte sie absolut fernhalten, deswegen hat sie mich so distanziert, teilweise lieblos behandelt. Ich habe ihr das verziehen. Durch Bibellesen, Hauskreise wurde mein Glauben immer tiefer und fester. Ja, sogar das Sprachengebet beherrschte ich mittlerweile, was für mich auch nicht selbstverständlich war. Die Musik war mir überhaupt nicht mehr wichtig. Ich wollte mehr Zeit mit Gott verbringen. Ja, dann kam die Deutschlandkonferenz in Gößweinstein. Da gab es ein Gebetshaus. Was ich dort höre, habe ich noch nie gehört, dass alles aus Gnade geschieht und dass man dafür keine Leistungen erbringen muss. Ich habe immer das Gegenteil gedacht. Desto mehr Leistung, dass du für Gott bringst, desto mehr liebt er dich. Dann geschah es auch. Bei einer Veranstaltung wurde für Augen gebetet. Wir sollten die Hände auflegen. Der Pastor hat ein Gebet vorgesprochen. Wir haben es nachgesprochen.
Am anderen Tag früh, wie gewohnt, schlage ich meine Bibel auf, setzte meine Brille auf, ich sah überhaupt nichts mehr. Alles war verschwommen. Ich war richtig zornig. Ich nahm die Bibel, nahte sie zu und schmiss die Brille ins Eck und die Bibel ins andere Eck und schimpfte mit Gott. Wir haben für Heilung gebetet, warum sehe ich nichts mehr? Ja, dann ist es mir gekommen. Richard, du hast was falsch gemacht. Wenn du geheilt bist, brauchst du keine Brille mehr. Also schlug ich die Bibel wieder auf, ohne Brille, und alles war klar. Ich habe seitdem keine Brille mehr aufgesetzt. Ein Wunder, Halleluja. Danach machte ich Bekanntschaften mit dem Heiligen Geist. Es war auf einem Männertag. Da hat es mich förmlich weggeschmissen. Ja, von da an hatte ich noch mehr Fragen. Ich war hungrig nach Antworten von Gott. Da schenkte mir Gott einen sehr weisen Mann. Er hieß Joseph Hedgecock. Er ist leider vor 2 Jahren zum Herrn gegangen. Er erklärte uns, wie man mit Gott reden konnte. Und glaub mir, nach der Bibel ist dieses Buch das zweitwichtigste Buch in meinem Leben. Es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ich mal wieder die Leitung unterbrochen ist, dann hole ich mein Büchlein raus und dann erkenne ich es oft sehr schnell, was wieder in meinem Leben schiefgelaufen ist. Und natürlich musste ich sofort üben. Richard ist immer neugierig. Ich beschloss, draußen goss es in Strömen, Herr, brauche ich heute eine Jacke. Ich bekam so innerlich Gefühl, so eine Antwort, nein. Oh, ich war verwundert, da eine Gosswiss in Strömen. Also dachte ich mir, vielleicht will ich der Herr reinwaschen, also gehst du ohne Jacke. Was ist passiert? Ich machte die Türe auf. So wie ich die Türe aufmache, hörte der Regen auf. Ich flieh zu meinem Bus, trocken. Ich stieg im Bus ein, es goss wieder. Ich stieg aus dem Bus aus, es hörte wieder auf. Ich gehe zur Firma rein und es goss auch wieder weiter. Ja, das war das, wenn man aus Glauben zum Gott handelt, dann ist viel Vertrauen notwendig. Vertrauen, das Menschen sehr oft fehlt. Leider. Meine Frau hatte eine sehr schlimme Lungenkrankheit. Sie ist eine Erbkrankheit, wo sich die Organe verglasen. Bei ihr war es die Lunge. Es gibt kein Mittel für die Krankheit, man kann es nur lindern mit Cortison. Sie wurde also mit Cortison gespritzt. Wir beteten und beteten und beteten. Und eines Tages kam sie nach Hause und erzählte mir, sie ist gesund, sie braucht kein Cortison mehr. Und sie muss zwar regelmäßig zur Überprüfung, und letztes Jahr, als sie beim Lungenarzt war, kam sie nach Hause mit 2 Bildern. Auf der einen Lunge, da siehst du nur noch so Gebilde wie so eine Art Lunge, total kaputt, und auf der anderen eine vollkommen hergestellte Lunge. Gott hat meine liebe Christine geheilt und sie ist vollkommen gesund von dieser Lungenkrankheit. Halleluja, Amen. Für diese Zeit, jetzt wird's ernst, kam ein Missionar in unsere Gemeinde. Ich glaube, er war von den Bootsbibeln, oder wie die heißen. Er
hat gepredigt und am Schluss einen Aufruf gemacht, wer bereit wäre, in die Mission zu gehen, den will er segnen. Richard, leichtsinnig wie er ist, war natürlich auch vorne gestanden. Wenige Wochen später kam mein Freund Chris Franz, ist ein Missionar aus dem Schwarzwald, stammt er und ist Missionar in Äthiopien. Er erzählte, dass bei seinen Evangelisationen er Unmengen von Anlagen braucht, dass es Unmengen von Geld auffrisst, weil die Afrikaner nur eins kennen, volle Kanne aufgedreht, und das halten die Anlagen bei 40 Grad und mehr Hitze natürlich nicht lang aus. Da macht plupp und alles ist kaputt. Ohne dass wir uns absprachen, sind wir Techniker nach dem Gottesdienst in Gänsemarsch vorgelaufen und haben gesagt, Chris, wir wollen dir helfen, wir machen das. Ja, Chris hat sich gefreut, doch er war auch vorsichtig. Er hat gesagt, er betet erstmal. Nach einigen Wochen wurde unser Leiter vom Technikteam eingeladen, zu einem Einsatz nach Äthiopien mitzugehen. Als dieser zurückkam, erzählte er uns, dass dort Unmengen von Arbeit und notwendig ist. Natürlich wollte Richard auch sofort mit nach Äthiopien. Also fing ich an, Geld zu sparen für den Flug nach Äthiopien. Das sind immerhin 600 Euro. Die Summe schaffte ich sehr schnell. Doch als ich mich mit nach Äthiopien wollte, ging unser Auto kaputt und das Geld war flutsch. Ich war sauer. Also fing ich erneut das Sparen an. Was passiert, wenn ich es wieder zusammen hatte, war die Waschmaschine kaputt. Ich musste lernen, dass wenn ich nach Äthiopien gehe, dass Gott mich ruft. Einige Monate später kam mein Technikteamleiter und sagte, Richard, ich brauche dich in Äthiopien, du musst das nächste Mal mit. Ich, nein, ohne den Herrn zu fragen, gehe ich nicht mit. So, in 3 Wochen soll es losgehen. Wie fragt man so schnell den Herrn? Unser Herr ist ja lustig. Und so fragt ihn, ob er einverstanden ist, wenn ich einen grünen 3er BMW sehe, dass ich das als Ja werden darf. Wisst ihr, wie viele grüne BMW ich in meinem Leben gesehen habe? Keine 2. Also, Gott ließ sich auf dieses Spiel ein. Ich fuhr 20 Kilometer. Es kam ein Polizeiauto in der Gegend. Meine Frau sagte, es sind nur grüne Streifen. 100 Meter oder vielleicht 200 Meter vor zu Hause stand tatsächlich ein grüner BMW. Ich freute mich, ich jubelte nämlich. Gott hat es mal wieder spannend gemacht. Ja, jetzt war es soweit, dass ich mit nach Afrika durfte. Ich hatte keinen Reisepass, ich hatte keine Impfungen, doch meine Frau, die Beste der Welt, organisierte alles. Ich bekam sehr schnell die Impfungen, sie wurden sogar großzügigerweise von meiner Krankenkasse gezahlt. Nur als ich in der Stadt meinen Reisepass beantragte, sagen die, unter 12 Wochen gibt nichts. Sag ich, ich brauche ihn aber in 2. Ja, was soll ich sagen? Die haben ganz entsetzt angerufen, Herr Diebold, Sie können Ihren Reisepass abholen. Wir verstehen das nicht. Ich sagte nur, ich verstehe das schon. Am 28.11.2000 ging dann die Reise los. Wir flogen über Istanbul nach Addis Abeba. Zuerst hatte ich dort einen gewaltigen Kulturschock, wenn ich das Elend sah.
dass Menschen den größten Dreck auf der Straße schliefen. Ja, ich wollte jedem helfen. Die wollten mich zum Schluss in Handschellen legen, weil wenn du einen hilfst, dann kommen das nächste Mal hunderte. Deswegen darf man keinen helfen. Dann ging die Arbeit los. Bei der Arbeit beim Bühnenbauen, wir bauten da unten sogar selber unsere Lautsprecher, hatte ich plötzlich einen Hexenschuss. Ich malte mir das Schlimmste vor, ich war so in rechtwinkliger Stellung. Wie kommst du nach Hause, wie überstehst du die restlichen 1,5 Wochen? Da unsere Pastoren immer um uns rum waren und gebetet haben, kamen sie her, lagen die Hände über meinen Rücken und beteten, ich habe kein Wort verstanden. Sie schrien, nicht leise, sondern sie schrien. Mein Rücken, das fühlte sich an wie Feuer. Und plötzlich kam einer her, nahm sein Knie gegen meinen Po und wumm, reißte mich hoch. Ich hatte keinen Schmerz, alles war weg. Gott hatte mich befreit von diesem Hexenschuss. Ja, dann ging es mit den Gottesdiensten los. Schon während die Lobpreiser sich warm beten, das machen die, die kommen 2 Stunden vorher, schmeißen die Gitarre ins Eck, die klimpern nicht und stimmen, sondern die fangen an und beten und sind draußen auf dem Veranstaltungsplatz die Menschen umgefallen. Die sind dann auf allen Vieren gekrochen, die sind auf dir losgegangen wie Viecher. Also ich habe fürchterliche Angst gehabt. Doch, ja, was war passiert? Die Dämonen, die diese Menschen in sich hatten, die hielten die Nähe Gottes, diese Kraft nicht aus, sie wollten fliehen. Ja, und dass da erhebliche Gewalten hinterstecken, das kann ich nur an einem Beispiel erzählen. Da war eine Frau, die hatte 40 Kilo höchstens, war so groß. Da braucht man 6 Männer, um die wegzubringen. Im Hintergrund hatten unsere Pastoren und die beteten dann diese Leute frei. Also ich war zum Schluss auch mit da gestanden, wenn da einer auf dir losgegangen ist. Raus im Namen Jesu! Und nach 20 Minuten, manchmal auch eine Stunde, sind die zusammengefallen. Die waren dort gelegen mit Tod. Aber in Afrika interessiert es keinen. Aber Menschenleben ist dort nichts wert. Ja, und nach einer gewissen Erholungszeit sind die vor auf die Bühne gestürmt. Jesus ist groß, Gott ist groß und haben gejubelt und ich bin befreit von meinen Dingen. Ja. Wenn jemand über Dämonen noch mehr wissen will, der darf gerne nachher zu mir kommen. Ich habe noch sehr viele Beispiele. Beim Gottesdienst dann gab es ein Gewitter, was in Äthiopien selten ist. Es donnerte und die ersten dicken Tropfen und die Leute wollten fliehen und mein Kollege wollte nach Planen suchen. Ich dachte mir, nein. Das kann es nicht sein. Ich stellte mich hin. Herr, hier sind 10.000 Menschen. Wenn sich einer davon bekehren will, dann kannst du jetzt da nicht so rumbeuteln und so einen Krack machen und die Leute vertreiben. Hör bitte damit auf. Was denkt ihr, was passiert ist? Wie wenn man einen Lichtschalter umklickst, war das Gewitter verschwunden. Halleluja, preis dem Herrn. So erlebte ich viele Wunder. Ein Tumor einer Frau, der so als Hügel da war, verschwand während des Gebetes. Es lief unten Wasser raus. Ein Mann hatte ein offenes Bein. Da konnte man zusehen während des Gebetes, wie dieser Bein zuwuchs. Ja, und so könnte ich jetzt noch viele Beispiele erzählen, aber man spürte die Nähe, die Liebe Gottes. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe heute noch
Sehnsucht nach Afrika. Und lange fragte ich mich, warum hast du diese Sehnsucht, Richard? Ganz einfach, weil mir Gott noch nie so nahe war in Afrika. Auch bekehren sich dort Moslems. Die haben es nicht so einfach, wenn sie jetzt hier Ja sagen zu Jesus. Sie verlieren ihr Leben, wenn sie nach Hause gehen. Sie werden dann, um sie zu schützen, in Busse gesetzt und in ein fremdes Land gefahren. Unter diesen Bedingungen sagen solche Menschen Ja zu Jesus. Polizisten kamen, schwer bewaffnet, MG, Gewehre, Handgranaten, Panzerfäuste, bewaffnet bis über den Zähnen. Zum Schluss sind sie ohne Waffen gekommen, haben sich auf den Boden gelegt, haben geweint und haben ihr Leben Jesus gegeben. Auch war ich früher schüchtern. Ihr glaubt es kaum. Dass ich hier stehe, ist schon ein Wunder. Dies hat mir Gott auch geholfen, als wir auf einen Gebetsmarsch nach Tschechien waren. Also wir sind bei Asch über die Grenze gebetet nach Tschechien rein. So wie Adolf im Krieg ist er auch dort reinmarschiert in die Tschechei. Und dann hat man mir ein Salz und ein Stück Brot in die Hände gedrückt. Und ich sollte das verteilen. Und das mit meiner Menschenfrucht. Ich habe früher niemanden ansprechen trauen. Die alle haben ihr Brot und ihr Salz losgehabt. Wir waren vielleicht 100, 200 Meter vorm Ziel, wo sie mich anfeuerten. Richard, mach endlich. Wir sind gleich da. Dann ist eine alte Dame gekommen mit einem Rollator, die sieht uns. Ist über auf die andere Straßenseite. Ich war mutig, bin rüber, habe ihr das Salz und das Brot gegeben mit den Worten Brot statt Bomben. Wie ich auf diesen Satz komme, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, sie verstand mich, sie hat mich angelächelt. Das Lächeln werde ich nie vergessen. Sie hat so richtig dankbaren Eindruck auf mich gemacht und von seitdem ist niemand mehr sicher von mir. Überall wird von Jesus erzählt, ob im Biergarten oder sonst wo, beim Essen, im Wirtshaus, überall wird versucht, die Menschen von der frohen Botschaft zu erzählen. Doch Jesus schleift immer noch an mir. Er lässt mich immer wieder neue Erfahrungen sammeln. Jedoch alles, was wir, mein Schatz und ich machen, geschieht mit der Rücksprache mit den Herrn. So sind wir schon auf Konferenzen, auf Freizeiten gegangen, die uns überhaupt nicht interessierten. Als wir dort waren, ja, sind wir Menschen aufgefallen. Und ich fing sofort an, für diese Menschen zu beten. Was der da vorne erzählt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das Seltsame war, meine Frau hat meistens, ohne dass wir uns absprachen, für den gleichen Person gebetet. Und die sind nachher hergekommen und haben uns gefragt, wir sind anders, was mit uns los ist. Und haben gesagt, wir gehen mit Jesus. Eine Zeit lang haben wir in Bayreuth auf einen Berg gebetet. Da hat ein Mann ein Kreuz gemacht, das war so praktisch schon liegend auf der Erde und da konnte es durchgehen. Das sollte den, ich weiß nicht, wie ich Psalm, das auf alle Fälle von allen Seiten umgibst du mich, aber du hast trotzdem alle Freiheit. Du konntest nach allen Himmelsrichtungen weggehen. Als wir dann immer abends einen Polizeihubschrauber kreisen sahen über Bayreuth und die Region, haben wir dann erfahren, dass es da einen Supermarkträuber gibt, der immer kurz vor Schluss in die Supermärkte geht,
die Knarre vorhält und dann das Geld erpresst. Und deswegen der Hubschrauber war in seinem ähnlichen Mal erwischt worden. Wir haben gebetet und proklamiert, dass dieser Mann gestoppt werden muss. Am anderen Tag früh um 4 habe ich eine SMS bekommen, der Einbrecher ist gefasst. Die nächste Herausforderung für mich war ein theologischer Grundkurs. Theologie, schon wenn ich das Wort höre, kriege ich Gänsehaut. Auch wenn es große Herausforderungen waren, wenn es Kämpfe und Kriege gab während dieser Zeit für mich, hat es mir trotzdem geholfen. Danach fing ich in einer Gemeinde als Laienprediger an, wo ich regelmäßig predige. Mittlerweile haben ich und meine Frau einen YouTube-Kanal. Wenn ihr in YouTube euch einstellt und gebt den Suchbegriff Antwortfinder ein, dann kommt ihr auf unseren Kanal. Das sind so ungefähr mittlerweile über 80 Kurzpredigen, so immer eine Viertelstunde. Ja, und so leben wir, beten für Leute, machen Seelsorge. Und da passieren immer wieder große Wunder. Ein Mann hatte ein geschwollenes Bein und er jammerte. Und er, mit seinem Gejammer ging er mir irgendwann auf den Keks, sodass ich wieder ohne nachzudenken betete. Im Namen Jesu, du bist morgen geheilt. Ich habe zumindest noch Danke gesagt. Einen anderen Tag früh macht mein Handy Saldo Modale. Ich denke, was ist denn jetzt los? Was der Mann, der schon 20 SMS geschickt hat, dass sein Bein wieder vollkommen gesund ist. Auch nicht weit von hier in Bad Kissingen, auf einer Männerfreizeit von Free at Heart war ich eingeladen. Doch es klappte alles nicht. Irgendwie war da der Wurm drin. Es stellte sich nachher heraus, dass da jemand was dagegen hatte, der Feind, der Satan. Als ich dort war, bekam ich den Auftrag, den Veranstaltungssaal, also so Saal wie hier, frei zu beten. Ich ging rein. Ich spürte, also es zeigte mir der Heilige Geist, hier stimmt was nicht. Ich lief hin, ich lief her und letztendlich bin ich in der Techniker-Ecke gelandet. Dort fiel mir dann ein Laptop auf. Über dieses Laptop habe ich dann den geistigen Virenscanner gelassen, um alle Viren und allen Unrat, der eventuell da drauf ist, loszuwerden. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Einen Tag später ist der Mann gekommen, hat sich vor uns hingekniet und hat gebetet, dass wir für ihn beten. Er ist pornografiesüchtig. Auch mit Moslems gibt es Wunder. Ja, es wird Jesus halt nicht nur Gläubige, sondern auch die Ungläubigen. Da kam ein Mann zu mir und war total fertig. Ich scherzte noch, sagte, wieder zu lange auf Bade gewesen. Nein, sein Sohn ist krank, er hat schwerstes Asthma und der Arzt sagt, es ist nicht mehr heilbar. Da sagte ich so ganz wieder ohne nachzudenken, ach, das stimmt nicht. Darf ich für deinen Sohn zu Jesus beten und er wird wieder gesund? Aus purer Verzweiflung hat der Mann ja gesagt. 3 Tage später kam er, er würgte mich halme, schmatzte mich ab, habe gesagt, spinnst du jetzt? Was war passiert? Er war beim Arzt und der Arzt stellte fest, es ist nichts mehr feststellbar. Sein Sohn war vollkommen geheilt. Ja, früher hätte ich das hier nicht gemacht. Der Herr hat aus einem
Lebemenschen Musik, Vergnügen und Geld einen treuen Nachfolger gemacht. Jetzt verstehen Sie vielleicht meine Überschrift vom Oktoberfest nach Afrika. Zwei extreme Gegensätze. Ich habe viele Oktoberfeste gespielt, aber auf Münchner Oktoberfest selber habe ich nie gespielt. Ich wurde nämlich schon mal als Lügner hingestellt. Das will ich hiermit vermeiden. Daher möchte ich euch jetzt aufrufen, auch wenn es euch noch so schlecht geht, gebt nicht auf. Macht es nicht wie ich und stellt euch unter einen Baum. Nein, vertraut auf Gott. Lasst los von allen weltlichen Zielen, Reichtum, Besitz, Macht und so weiter. Ja, es ist nicht einfach. Es gibt Einschnitte, die wehtun. Doch setzt euer Vertrauen auf unseren Papa im Himmel. Ihr werdet vielleicht nicht gleich erkennen, ob was geschieht oder nicht. Oft merkt man das erst Jahre später. Glaubt mir, er kommt nie zu spät, unser Papa. Lass zu, dass er in deinem Leben der Führende ist, dass er bestimmt, nicht du. Fang an, Bibel zu lesen. Ihr werdet sehr schnell Veränderungen in eurem Leben merken. Ihr werdet anders glauben oder besser gesagt vertrauen und beten. Was wichtig war, wird unwichtig. Lasst euch verändern. Euer Leben bekommt einen neuen Sinn. Es wird wertvoller. Ihr sucht nicht mehr nach Berufung. Ihr lebt sie, denn ihr werdet sehr schnell erkennen, was der Herr von euch will. Er trägt euch durch seinen Heiligen Geist. Ihr werdet seine Stimme hören. Wenn er ihn, unseren Gott, eine Zeit der Ruhe gibt, wenn ihr seine Worte in der Bibel lest, wenn ihr in der Stille mit Gott habt, macht das bitte jeden Tag. Ihr werdet erleben, wie wunderbar unser Herr und Vater ist. Euer Leben wird wertvoll. Nutzt diese Zeit auf Erden. Sie ist nur eine kurze Probezeit. Das Beste kommt noch. Und für alle, die noch nicht Ja zu Jesus gesagt haben und vielleicht für den einen oder anderen als Auffrischung, das mache ich auch manchmal, möchte ich mit euch jetzt das Übergabegebet sprechen. Ihr könnt laut mitbeten, ihr könnt auch leise machen, ihr könnt auch nachher zu mir kommen, wenn ihr Gebet wollt. Wenn ihr Fragen habt, ich stehe euch gern zur Verfügung. Und so wollen wir jetzt beten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, am dritten Tage auferstanden bist und jetzt lebst. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir all meine Sünden und all meine Schuld. Ich komme und beuge mich vor dir. Wasch mich bitte rein durch dein kostbares Blut. So wie du mir vergibst, so vergebe ich auch denen, gegen die ich gesündigt habe. Bitte, Herr Jesus, komm in mein Herz und errette mich. Ich bekenne mich, dass du der allmächtige Gott, mein Vater bist. Ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich bekenne, dass er mein Retter ist und der Heilige Geist mein Tröster. Ich gehöre jetzt Jesus und bin von Neuem geboren. Danke, Vater, für das ewige Leben. Danke,
dass mein Name nun in deinem Buch eingeschrieben ist. Danke, dass du mir vergeben hast, dass ich dein Kind geworden bin. Lass mich nie mehr los, führe mich und leite mich mein ganzes Leben lang. Lieber Herr Jesus, ich gebe mein ganzes Leben dir und will dir nachfolgen. Erfülle mich mit deiner Liebe und deiner Freude. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und führe mich in die ganze Wahrheit. Amen. Ich hoffe, ihr habt erkannt, was ich sagen wollte. Gebt nicht auf. Ich bin momentan selbst in einer Extremsituation. Meine Frau wurde von 6 Wochen mit Darmdurchbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Mir sagten die Ärzte, sie müssen notoperieren, aber ihre Frau wird es nicht überleben. Sie hat es überlebt. Ich habe gebetet und vertraut. Sie sollte dann auch die erste Nacht nicht überleben. Sie hat es überlebt. Sie hatte mittlerweile 4, 5 OPs, die alle gut verlaufen sind. Sie hat einen Virus, gegen den alle Antibiotika resistent sind. Es ist jetzt ein extremes, seltenes Antibiotikum in Eingriff, das die ersten Wirkungen zeigt. Und so vertraue und hoffe ich weiter auf Jesus, auf seine heilende Kraft. Er begleitet mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, hier heute zu sprechen. Doch durch das Gebet vieler Menschen, auch das Chapter Schweinfurt betet für meine Frau. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid liebe Geschwister. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr nie in solche Situationen kommt, dass euch Gott behütet und dass ihr gut durchs Leben kommt und einst das ewige Ziel findet. Danke.